Servus, Leute. Also, wir machen jetzt Case Opening. 15 Cases habe ich gewonnen in Spielen. 10 Keys habe ich auf jeden Fall gekauft. 20 Euro reingesteckt in die Keys. Und jetzt will ich hoffen, dass ich nicht nur Scheiße rausziehe. Weil das wird mich wirklich deprimieren und dann wird der Häuser sicher sehr laut lachen. Und das wird mich richtig aufpissen. Hey. Gut, dann hoffen wir, dass nichts Deppertes rauskommt, kurz. Natürlich, Cyrex wäre das geilste, Asimov ist auch noch gut. Water Elemental, auch teuer. Aber das Knife, das wäre natürlich das geilste, was man kriegen kann. Ah, Negev, so ein Scheiß. Nicht mal die Abyss, die Scheißen. Fuck you, Häuser. Minimal wear, okay. Erste Ding. Scheiße, gut. Nächste Operation Breakout. Ich sehe nicht einmal das goldene Teil. Ein Abyss, bitte. Passt. Wollte ich mir eh schon kaufen, wenn es ein Stat Track ist. Würde es mich noch mehr freuen. Ist es aber leider noch nicht ganz wert. Schauen wir mal mit einer Phoenix. The Desert Strike, yeah. Rare Special Item. Was auch immer das ist. Eine Asimov. Wäre natürlich geil, die Cases kosten 30 Cent, die Keys alle 1,90 €. Nur Scheiße da. Nicht einmal die Pulse, ein Sandstone. So ein Scheiß. Nie wieder mache ich sowas, das lohnt sich absolut nicht. Was haben wir da? Die Bullet Rain oder die Corticera wären geil. Beziehungsweise die Jaguar ist auch okay. Und das Rare Item wäre natürlich das geilste von allen. Probieren wir es. Nein, so ein Scheiß. Nicht mal die Stat Track, komm schon. Scheiß Teil. Was ist in der Huntsman drinnen schönes? Sarx, Scott 20, Vulcan, Cayman und Desert Strike und das Huntsman Knife. Eine Pulse, na geh. Habe ich eh schon 3-4 Stück. Jetzt muss ich früher oder später irgendwas Gescheites rausziehen, sonst lacht mich der Eis oder. Ernsthaft aus, das wäre richtig geschissen jetzt. Komm schon, komm schon! Bison Kobold Halftone. Das ist 40 Cent wert oder so. Minimal Factory. Das ist ein Field Tested. Field Tested. Battle Scarred. Kann man sich mit 25 Euro schon ein paar Redlands kaufen, hey. Na gut. Habe ich keine Keys? Was für Keys habe ich noch? Breakout Keys. Und Phoenix. Bitte, 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 bitte. Nein, die Asimov. Tights ist auch okay, die C-Set. Da merkt man, je mehr Kisten man aufmacht, desto bessere Drops kriegt man. Das ist wirklich schlimm. Zuerst keine einzige Asimov, gar nichts. Keine roten Items, nur blaue. Und jetzt kommen langsam die besseren Items. Ja, wollen wir hoffen. Müssen wir noch ganz, ganz viele Cases aufmachen und dann kommt irgendwann ein richtig geiles Item. Mac 10 Heat. Das wird immer besser. Jetzt sind schon lilane Items. Sehr interessant. Well worn. Field tested. Ja. Eine Guardian bitte, fuck. Heaven Guard nochmal 20 Cent oder was? Was haben wir noch für Keys? Einen Phoenix Key habe ich noch. Auf jeden Fall einen Breakout Key werde ich noch kaufen. Oh, da war was Geiles.
Was war das? Die Redline. So knapp. Und eine Negev. Bäh. Schauen wir, was ist. Was wollen wir haben? Asimov wäre geil, Redline. Breakout-Kiste. Die machen wir auf. Bitte, bitte, bitte. Danke fürs Followen. Ach, schon wieder eine Scheiße. Eine Ivory. Nein, immerhin, immerhin. German, yeah. I'm mad, bro. Nur Scheiß und alles field-tested. Ja, die Negev kriege ich natürlich in Factory. Das ist sowas von klar. Was ist da drinnen? Jaguar. Danke fürs Folgen, Leute. Get wrecked. Ja, die holen wir uns auch noch. Da sind jetzt schon einige lila Sachen drin. Hexane. Zweimal hintereinander, interessant. Was ist der Unterschied zwischen der und der anderen? Danke, Stevie. Wie viele Kisten haben wir noch? Eine, zwei, drei. Wie wär's? Zwei Kisten verschenke ich an euch. Wenn man Skins haben wir jetzt keine gescheiten kriegt, die was wert sind. Aber Kisten könnt ihr haben. Wollt ihr zwei Kisten gewinnen? Eine werde ich jetzt auf jeden Fall noch öffnen. Ah, noch ein M2er. Ah, so ein Scheiß. Schade, schade, schade. Schaut aber geil aus, darf ich sagen. Also, Minimal Wear. Da kommt gar keine einzige Factory raus. Also, wie wär's? Zwei Kisten. Wer will zwei Kisten haben von euch? Ja. Aber ich habe nicht mal das Knife gesehen, von dem her. Das war. Ist jetzt alles noch. Gut, dann öffne ich einen Raffer für euch. Jetzt dürft ihr alle in den Chat Rufzeichen Raffer eingeben. Das heißt das Rufzeichen, dann Raffer. Und dann könnt ihr was gewinnen. Leute, ihr müsst Rufzeichen Raffer machen. So, können wir Musik rennen lassen. Danke fürs Followen. Der Wafer. So, jetzt noch schnell teilnehmen. In einer Minute schließe ich das Ganze. Also einfach Rufzeichen, Raffer schreiben. Könnt ihr zwei Cases gewinnen. Wenn ihr zu oft Rufzeichen Raffle schreibst, das heißt öfters einmal, kann es sein, dass ihr von der Liste entfernt werdet. Also aufpassen, gell? Gut, 9:10 Uhr. Ich schließe jetzt Close. Close up the Raffle and Draw. Wer hat gewonnen? Der Prey Hunter 15 hat gewonnen. Gratulation. Ich werde dir gleich deine zwei Kisten zuschicken. Danke fürs Zuschauen. Weiter geht's jetzt mit CSGO, bestenfalls Matchmaking. Würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Und ich switch raus zu meinen englischen bzw. amerikanischen Kollegen, die alle Englisch sprechen. Und werde mich jetzt gleich ein bisschen forschen lassen. Danke fürs Zuschauen.